Hallihallo, hier ist wieder euer Tombi und wir spielen mal wieder ein bisschen Star Wars Battlefront. Diesmal wieder den Modus Sabotage. Hier auf dem Palast des Administrators. Wir spielen die guten alten imperialen Einheiten. Und wir haben bis jetzt noch nichts verloren. Das sieht schon mal gut aus, obwohl es leicht angefangen ist. Aber naja, haben sie schon Helden, die Gegner? Nein, haben sie noch nicht. Dann ist ja alles perfekt. Wir spielen die DH-17 und gucken mal, dass wir damit ordentlich was hinkriegen. Ansonsten hier mit Granaten unterwegs. Die sind ja eigentlich immer recht gut. Den haben wir auch schon. Was? Den habe ich durch die DH-17 bekommen. Das sah aber nach der Explosion eigentlich aus. Aber gut. Beschweren wir uns nicht dadurch. Oh, 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 oh. Oh, Glück gehabt. Das war richtig lucky. Oh, was war das denn jetzt? Das war richtig lucky. Hier sitzen sie wieder. Oh mein Gott. Komm, Granate. Na, ich glaube, die sitzt nicht. Die sitzt gar nicht. Oh, das war jetzt sowas von dumm. Ich hatte kein Schild mehr. Ich wollte das Schild ziehen im letzten Moment und hat's gar nicht mehr. Naja, dämlich, dämlich, kann man halt nichts gegen sagen. 6:1 haben wir, das war auf jeden Fall ein rasanter und guter Anfang. Wundert mich, dass die immer noch keinen Helden haben, ehrlich gesagt. Vielleicht haben wir den da ja auch besiegt mit dem Imploder. Eigentlich müssten die den doch sehen und haben schon. Bin mal gespannt, wen die nehmen. Häufig wird hier ja irgendwie, ich weiß auch nicht, es wird irgendwie immer am Anfang Luke genommen. Habst du den Eindruck, Luke ist der beliebteste von den guten Helden? Ich weiß es jetzt aber auch nicht. Weil irgendwie ist der wirklich immer so ein Must-Pick. Ziemlich immer am Anfang direkt, dass dann immer einer direkt Luke sagt und Luke nimmt. Da kommt er auch schon, der Luke. Ich sage ja, Luke wird irgendwie immer gepickt. Ich weiß auch nicht. So, Merkmal auf Stufe 2. Das läuft schon mal. Ich muss hier nur den Helden ausweichen. Und die Leute wissen ja mittlerweile, denke ich mal, ich bin nicht so wirklich ein großer Fan von Sabotage. Das ist halt einfach nur das übelste Heldengebash. Ich kann ja eigentlich so gut wie nicht erwarten, dass ich gute Stats irgendwo bekomme. Also wirklich richtig gute Stats. Denn meistens ist es halt so, dass man irgendwann innerhalb seines Lebens immer wieder von Helden weggehauen wird. Und dagegen einfach auch nicht viel machen kann. Kann man auch immer nur ausweichen den Helden dann und dann war es das. Gut, dass hier jetzt hinter mir der nicht mich auf mich gegangen ist. Da habe ich Glück gehabt. Nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Das war auch schon wieder so ein E4-Heini, ne? Die haben hier so oft E4-Heinis. War nicht mehr lustig. Der auch schon wieder. E4-Heini. Leibwächter, Stufe 3. Das könnte mir auf jeden Fall aushelfen. Ja, hier gehen wir nicht lang, das wäre Quark. Wir gehen hier lang, glaube ich. Halt, wo haben sie die platziert? Auf C. Ist der Luke da? Jetzt haben sie auch schon mehrere Helden, ne? Jetzt haben sie schon 3. Das heißt, man muss hier echt ein bisschen aufpassen. Was habe ich denn jetzt? Woran habe ich denn jetzt Schaden gekriegt? Oder wodurch habe ich Schaden gemacht? Verteidige den Generator um jeden Preis. Also manchmal ist das Infanteriegeschütz super stark und manchmal nicht. Diesmal war es super stark. Ach du Scheiße, ich muss auch treffen. Na gut, ich lasse dich am Leben. Nicht, weil ich unfähig war, dich zu töten, sondern weil ich möchte. Nee, in Wirklichkeit war ich einfach nur unfähig, dich zu töten. Oh mein Gott, wo kommt der denn her? Geschützt, du hättest ihn besiegen müssen. So, nochmal ein neues Geschütz hier hin. Ah, da ist ein Dingsbums drin. Da ist sowas Dreistes hier. Da mache ich den auf und er geht da einfach rein und nimmt mir das weg. Yes, I got EE4. Naja, das haben bei euch ziemlich viele, die EE4. Muss man halt leider zugeben. Da sind auf jeden Fall Helden, da muss man aufpassen. Ach du Scheiße, da sind Chewbacca hinter mir. Oh, da will ich jetzt eigentlich auch die Rakete reinklatschen, ne? Also, das haben die schon verdient, die Schweine. Die sind zu weit weg. Neutralisiert diese Sprengladung. Ihr habt nichts getroffen. Der Wookie hat alles überlebt. Aber wie gesagt, es ist saumäßig schwer, hier irgendwo großartig zu überleben. Oh mein Gott. Gerade wenn die Gegner so unglaublich viele Helden haben, ist es da doch immer wieder unfassbar schwer, dass man nicht irgendwie durch irgendwelche Helden drauf geht die ganze Zeit. Ich krieg's gerade richtig gut hin eigentlich. Ich habe relativ selten hier nur einen Tod oder sowas. Ich glaube, zu null habe ich hier tatsächlich noch nie gespielt. Zumindest nicht auf imperialer Seite, auf Rebellenseite eventuell mal, aber das weiß ich jetzt auch nicht genau. Na, oh! Oh! Wäre der jetzt im richtigen Moment vor mich gelaufen, wäre es das gewesen. Für mich. Nein, der schießt ja auf mich. Ich habe gedacht, der schießt irgendwie daneben. Oh, die lag aber gut. Oh mein Gott.
Mal, da sitzen sie schon da draußen und warten, ey. Das ist ja auch unfassbar, ey. Das habe ich ja auch selten gesehen, sowas. So, komm, Imploder da schön mit Bande dagegen und schon kriegen wir einen Doppelkill. Sehr, sehr gut. Das läuft wieder mal sehr, sehr gut. Oh, da nochmal ein Triple. Also jetzt läuft's wieder mal. Jetzt läuft's sehr, 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 sehr schön. Oh, jetzt bin ich hier irgendwie mich aber in die Gefahrenzone manövrieren gegangen. Aber es läuft immer noch, es läuft immer noch. Haben die noch einen Helden? Die Gegner haben keinen Helden mehr. Wow, das werden wir so gewinnen. Das hat man auch selten, dass man zwei Dinger halten kann. Gib mir die Kills. Ich will die Kills. Das ist eine sehr, sehr schöne Runde. Ist halt wieder mal schade. Wird wieder mal bestraft hier bei Sabotage, wenn man als Imperium gut spielt, dass man selber keine Helden spielen darf. Finde ich nicht so toll. Muss ich sagen. Finde ich leider echt nicht so toll. Ich hätte es echt lieber gehabt, dass ich hier mal auch einen Held spielen darf, eventuell. Aber naja, ist halt leider nicht so. Ja, was hat er denn jetzt vor? Hat er denn den Baustab? Das war dann saugefährlich gerade für mich. Na, jetzt wieder wie mein erster Tod hier. Nichts überstürzen. Mein erster Tod war auch so eine dämliche Aktion. An der gleichen Stelle. Von daher lassen wir das lieber mal. Sturmtruppler. Was machen Sie hier oben? Hören Sie auf, mit Ihrem TL-50 hier rumzucampen. Wo ist meine Dings hingeflogen? Meine Bagdad-Bombe? Oh, nein, 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 nein. Ah! Uhuhuhuhui. Das war jetzt aber echt allerhöchste Eisenbahn hier, dass ich da rausgekommen bin. Aber wo ist meine Bagdad-Bombe hingeflogen? Ich habe die hier so geworfen gegen die Wand und die ist einmal abgedotzt. Die ist irgendwo bis in die Unendlichkeit und noch viel weiter geflogen. Das ist echt eine unfaire Nummer. Da kommt gar keiner, schade. Und vielleicht will sich ja hier einer so hinstellen. Hey, jetzt schießen die auf mich. Ja. Boah, ich denke immer hier, die schießen auf mich, die Leute von mir. Denke ich mir immer auch so, was soll denn das? Ah, die DA-17 ist auch einfach eine super Waffe, ey. Kann man mir doch nicht sagen, dass die Waffe schlecht ist oder sowas. Weiß auch gar nicht, wieso das immer behauptet wird. Oh, guckt euch mal diesen Killregen an, den ich hier bekomme. 47 zu 1. Ich frage mich, wann der erste Mensch hier im Chat schreibt, Cheater, Tombi. Ah, bis jetzt kam es ja noch nicht. Bis jetzt kam es ja immerhin noch nicht. Na gut, wir gehen mal wieder auf eine andere Seite. 1,45 noch. Gehen wir mal hier hin. Hier ist anscheinend auch richtig dick Action. Oh, ist das eine gegnerische Granate? Nee. Naja, jetzt ist hier auch nichts los. Das gibt's doch gar nicht. Hier muss doch mal irgendwo irgendwas los sein. Entschuldigen Sie, Sir. Dürfte ich mal durch? Vielen Dank. Oh, der hat die K16 aufgeladen. Das ist auch gefährlich. Jetzt habe ich es total vergeigt. Oh nein. Oh nein. Jetzt habe ich es total vergeigt mit meinen ganzen Sternkarten. Bin ich durcheinander gekommen. So, einmal dahin geworfen. Aber auch nochmal ein paar Kills abgestaubt. Also die Granaten sind hier wunderschön. Explosive Serie. 50 zu 1. Das sieht aber wirklich schön aus. Sieht ungelogen wirklich, wirklich schön aus. Ich mache hier nur noch meine Runde, glaube ich, immer. Er schießt sogar mit dem Dings, mit dem Ionenschuss schießt er da rein. Oh oh. Schade, dass der gekommen ist. Ich hätte das sonst hier gerne in den Gang geschossen. Komm, ich bin gierig. Ich bin gierig. Ich bin ein gieriger Junge. Will ja auch noch den Kill. Assist. 40 Sekunden noch. Also das läuft ja wirklich, wirklich besser als erwartet hier. Oh nice, das werde ich auch noch geheilt. Lass mich da mal rein. Was? Warum hat er das denn überlebt, den Schlag? Boah, war ich da gerade wieder überrascht. Ja, er kommt schon. 54-1, Tombi. Ja. Hex confirmed. Man will es ja nicht sagen, aber gleich kommt's. Ich sag's, ich predict es. Wird noch gesagt. Man wird schon schief angeguckt hier. Krieg ich noch einen. Aber mit Glück. Granate. Schade. Schade. Egal, wir haben es geschafft. 59 zu 1. Das war eine Runde. Die hat man auch nicht alle Tage gesehen. Sehr, sehr schön. Freut mich auf jeden Fall. Gucken wir mal, ob der Chat noch irgendwas sagt. Nein, bleibt es bei Naga. GG. Oh, GG, würde ich auch sagen. Gut, ich würde aber sagen, dann wäre es das mal wieder mit der Folge. War jetzt wahrscheinlich
Ja, nicht so spektakulär, weil leider keine Helden, aber das ist halt leider bei Bespin immer so eine recht reine Glückssache irgendwo. Naja, ich würde sagen, das war's. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, würde ich sagen. Und bis dahin sage ich Tschüss und vielen Dank fürs Zusehen.